So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, wenn man das so nennen mag. Und der Ditchen ist wieder mal da. Und wir haben uns gedacht, wir machen was ganz Besonderes. Wir wollten eigentlich nur was Normales essen Aber. und haben gedacht, wir machen da ein paar Pfefferonen dazu. Dann habe ich ihm die Story erzählt, dass ich einmal, als ich betrunken war, nachdem ich mein Bier ausgeschüttet habe, mir das Glas Pfefferonen genommen habe und habe das auch ausgetrunken, weil das daneben stand. Und nächsten Tag habe ich mich gewundert, wieso das Glas leer ist und habe mich gewundert auch, warum ich so übelstes Sodbrennen hatte. Und er hat gesagt, ja, das ist doch nichts, das kann man doch mal trinken, ist doch wie Gurke oder so. Aber ich finde auf jeden Fall, ich habe immer die Brühe drin gelassen, habe die Pfefferonen raus und habe das dann weggeschüttet. Und Gurken ist ja bekömmlich, Gurkenwasser trinken ja viele, aber Pfefferonen von dem Pfefferonenwasser, ich finde, das ist eine ganz andere Hausnummer. Weil er aber gesagt hat, das ist nichts und er würde das natürlich saufen, habe ich mir gedacht, mach mal die nächste Challenge. Jeder kriegt jetzt ein Glas Peperonen. Pfefferonen. Wir machen das jetzt hier live, dass ihr seht, das wird jetzt erst geöffnet. Wir haben auch Trichter dabei, wir haben hier Schälchen dabei. Wir wollen das Pfefferonenwasser jetzt hier abfüllen, dass wir hier die Pfefferonen drin haben. Schütten es dann aber wieder in das Glas, trinken es aus dem Glas. Und packen die Pfefferonen in die Schüssel. So hat jeder eine Schüssel Pfefferonen für sein Essen. Ich fange einfach mal an. Ihr seht das hier. Das macht jetzt Knack, hoffe ich. Gut, es hat nicht Knack gemacht, aber ihr seht ja auf jeden Fall, da sind Pfefferonen drin. Wir nehmen jetzt auch hier. Ach genau, halt mal die Schüssel irgendwo hin. Hier haben wir das Ding. Halt's mal weiter vor. So, dass es hier drunter ist. Das kippe ich jetzt also hier rein. Das läuft auch schön unten drunter durch. Und die Peperon bleibt drin. Und die Peperonen bleiben drin. Warte mal. Das geht bestimmt, wenn ich das hier reinlege und mal die Peperonen ein Stück rausziehe. Dass sie dann vielleicht hinterherkommen. Ja, die freut sich auch schon. Was ist denn das? Nein! Oder Adi randaliert wieder, so kann es auch sein. Ich zieh die, guck doch mal, was das für Lumpen sind. Ich zieh die jetzt mal hier raus. Du hältst weiterhin schön die Schüssel fest. Wunderbar. Jetzt habe ich das hier leer. Jetzt halt das mal kurz neben dich, den Trichter, damit ich jetzt. Warte. Oder halt. Jetzt habe ich das also hier drin. Füll das schnell zurück. Das gibt bestimmt nochmal eine Sauerei. Nein, das hat auf jeden Fall geklappt. Wunderbar. Jetzt habt ihr hier also das Pfefferonwasser drin. Guckt es euch an. Das ist so trüb. Das stellen wir kurz hier ab. Die Pfefferonen packe ich jetzt hier in mein Schälchen, dass ich die dann essen kann. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Diesmal ist der Ditschen dran, er öffnet erstmal sein Glas. Moment. Gut, da ist sogar nichts runtergesaut. Bis Soll ich jetzt. es wieder halten? Ich halte so, du kannst das reinkippen. Das sieht man auch noch den Strichcode. Wunderbar. Jetzt musst du mal deine Pfefferonen rauspulen. Dass sie schön im Trichter ankommen. Ich wollte die ganze Zeit ja auch die Surströmming Challenge machen. Jetzt habe ich gesehen, Flatti hat plötzlich eine Folge hochgeladen, wo der auch diesen Gammelfisch probiert. So, ich halte hier mal meinen Finger drunter. Du darfst selber einfüllen. Halt schön an die Kamera, dass man das sieht. Wie ich daneben kipp. Das sieht auch gut aus, wunderbar. Sieht aus wie Natursekt. Hier tröpfelt alles. Soll ich dir die gleich reinhauen in die Und Schüssel? das ist Ich selbstverständlich. packen die hier rein. Zack. Jetzt sind die auch da drin. Halt mal dein Gläschen hoch. Ne? Erstmal Vergleich. Wollen wir gleichzeitig trinken? Können wir ja eigentlich machen. Ich aber irgendwie wegen mehr. Ja, halt's mal so, dass es. Du siehst es ja. Musst du noch ein Stück drehen, damit da genauso. Sieht wirklich so aus, als wäre bei deinem ein Stück mehr drin. Aber ist ja egal. Habe ich wieder mal Glück gehabt. Wir werden das jetzt genießen, wir trinken das. Wir können es auch abwechselnd machen, damit Nö. man richtig hier vorgeht und das trinkt und das, weil du siehst, du bist immer so im Hintergrund und du musst Nö. auch gleichzeitig weiter mit vor. Ich bin ein C-Prominent. So, wir stoßen an. Prost, Auf. lasst dir es schmecken. Das Pfefferonenwasser, mal gucken, wer morgen den meisten Dünnschiss hat. Oder gleich. Das trinkst du immer jeden Tag so, ja? Nachts schmeckt wie meine Mutter und Mario. Ist auf jeden Fall kein Vergleich zu dem Gurkenwasser oder zu dem Rote-Bete-Wasser. Also,
Hat auf jeden Fall eine schön kräftige Note. Jo. Ich glaube, das werde ich jetzt immer trinken. Das werde ich in Flaschen abfüllen und verkaufen an der Straße. Wie in Amerika, die Limonade, Ramses, Chili-Wasser nenne ich es dann einfach. Und alle sind begeistert, weil keiner weiß, was drin ist. Vielleicht weiß ich gar nicht. Habt ihr auch schon mal das Peperonenwasser getrunken? Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, er sagt auch, so schlecht war das gar nicht. Das Ding ist, glaube ich... Das muss wieder raus. Ich habe es ja einfach getrunken, habe es auch überlebt und hatte am nächsten Tag einfach nur mega Sodbrennen. Aber ich glaube, das lag gar nicht da dran, sondern weil ich einfach jeden Tag mega Sodbrennen habe. Ich habe Tabletten dafür. Also gönnt euch einfach Pfefferon und ich empfehle euch die aus dem Kaufland von Picando. Denn überall, wo ihr hingeht, kostet so ein Gläschen Pfefferon um die 1,50, 1,60. Und hier im Kaufland, das ist genau dieselbe Menge für gerade mal 89 Cent. Also da könnt ihr richtig sparen. Wenn ich im Kaufland bin, nehme ich immer gleich so einen ganzen Karton mit 20 Gläschen oder was da drin sind. Das war's, ne? Ich würde sagen, wir nominieren trotzdem nochmal jemanden. Wir nominieren den Natururin, dass er das auch mal macht. Wir nominieren mal den Iswo, dass er das auch mal macht. Und den Bisa-Fan TV, beziehungsweise Danny Glaubt, heißt er ja jetzt. Oder Danny Glaubt. Die drei werden nominiert. Das geht raus an euch. Das war's von unserer Seite aus. Wir leben noch. Ich muss gleich mal aufs Klo gehen. Du musst eben schon, das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Ditschen.